Ja, alles cool, ich muss dich sowieso noch erstmal ins Programm ziehen und jetzt bist du da. Perfekt. Grüß dich, meine Liebe. Bin mega froh, dass es heute klappt. Ja, ich auch. Wir haben gestern erst geschrieben. Ja. Naja, du warst in den letzten Tagen sowieso öfter Thema. Also in mir innerlich, das kann ich ja mal so gestehen. Ja, also, ja, also das ist ein großes Wort jetzt, Thema. Ja, Ich verstehe schon. ja weil es, ich sag mal, es gibt ja schon, warum sage ich das so? Ich bemerke gerade, dass sich die Talks und Streams mit Frauen bzw. Mädchen häufen, mehr werden. Siehst du das nicht so? Das geht eigentlich. Doch, die letzte Zeit schon, Ja, das ja. wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall, Genau. ja. Und da hat man natürlich so einen inneren Kreis, also Leute, die halt so herausstechen, das bist für mich jetzt du. Ja, wir haben sie, ich will jetzt keine Pseudonyme auseinanderhauen. Naja, die Leute wissen schon, wen ich meine. So, und mir ist erstmal bewusst geworden, ich habe gerade nochmal geschaut, erstens, dass wir vor 3 Monaten das letzte Mal telefoniert haben. Echt, ist schon Ja, so lang? ein Vierteljahr. Boah, Zu lange, krass. krass. Und darum freut es mich, dass es heute klappt, weil wir hatten ja schon mal einen Termin. Ja, den hast du abgesagt, weil es dir nicht gut ging. Können wir gleich drüber Ja, reden. stimmt, ja. Ja. Und ja, und dann ist mir auch aufgefallen, und das ist ja sonderbar. Mir kommt es so vor, als hätten wir schon 4, 5 Streams gemacht. Ja, auf jeden Fall, irgendwie voll vertraut. Es sind nur zwei. Ja. Es sind nur zwei Streams bis jetzt. Und heute ist dein Twitter-Stream und du bekommst eine Playlist. Ja, genau. Yay! Das fiel mir vorhin so auf. Da freue ich mich. Ja, genau. Und ich dachte mir so, hey, krass, nur zwei Streams? Okay. Ja, schon. Ja. Meine Liebe, schön, dass du zurück bist. Und ja, fang doch erstmal an. Was ist gerade bei dir los? Wo kommst du gerade her? Du bist ja gerade nach Hause gehetzt. Ja, ich war jetzt mit meinem besten Freund auch draußen. Wir waren in den Reben. Ich weiß nicht, ob man das Oh, wie kennt. romantisch! Ihr wart Ja. in den Reben. Ja, das sind wir eigentlich immer so, wenn wir so zusammen chillen, Oh, ja. ich habe gleich ein Bild vor Augen. In den Du Reben. In den Re weißt, was Reben Jaja, sind. in den Reben sah ich sie wandern. Im Abendgold die holde Maid. Oder? Ja. Schön. Passt gut, ja. Ja, aber Was habt ihr da ja, gemacht? wir waren Gequatscht? Spazieren einfach gegangen? nur gequatscht. Und dann habe ich dich angeschrieben und Vor 10 Minuten ja, genau. eigentlich. Und es war ohne Scheiß. Und du hast es gesehen und sagst, ich muss nach Hause. Ja. Boah, wow. Ja, ich habe auch noch gefragt, ob er mir jetzt böse ist, aber nee, nee. Wow. Der hört sich das jetzt wahrscheinlich auch noch an. Grüße gehen raus. Aber wow, also es war an der Zeit. Ja. Es war an der Zeit. Es hat Ja. jetzt gepasst und es freut mich immens. Ja, voll. Und morgen habe ich Geburtstag und wir haben doch Oh. an deinem Geburtstag haben wir doch gestreamt. Nein, Ja. stimmt. Ja, du hast recht. Wir haben an meinem Geburtstag am 5. April, vormittags, glaube ich, Ja. gestreamt. Ich hatte dann abends ein Konzert in meiner Heimatstadt. Und morgen hast. Ey, das ist ja schon wieder Ja, beängstigend. wenn es Das ist schon. morgen gewesen wäre, dann wäre es noch krasser. Und ich habe das nicht gewusst. Ja. Wahnsinn. Ja, Ja, woher auch? wer weiß. Wer weiß, wie ich dich hier schon stalke. Nee, alles gut. Ja, genau, aber das ist doch schon wieder. Ich finde, das sind schöne Zeichen, meine Liebe. Das sind doch Ja, schöne auf jeden Zeichen, Fall. dass sich jetzt wieder was zusammenfindet, was schon längst zusammenfinden hätte sollen. Ja. Und für mich jetzt gerade so spontan, hörst du dich eigentlich positiv an? Ja, auf jeden Fall. Also positiver als vorher, auf jeden Fall. Also mir ging es echt schlecht die letzte Zeit. Ich weiß auch nicht, an was es liegt oder warum es so ausgebrochen ist schon wieder. Aber ich hatte wieder mit meiner Angststörung zu kämpfen. Und habe ich jetzt auch so ein bisschen auch wieder gerade, aber nur weil ich weiß, dass viele Leute gerade Ach so, zuhören. okay, ah, okay. Also jetzt gerade momentan. Ja, so ein bisschen schon. Ja, Also ich zitter so ein okay, bisschen. ja, chill. Weil, weißt Aber du, das ist das das legt Mindset. sich. Ne, genau, weißt du, weil du musst dir jetzt bewusst werden, du bist gerade in deinem Safe Space. Eigentlich schon, Ja, ja. Und genau. ich sehe ja eigentlich niemand. Also ich habe auch den Stream nicht auf oder so. Ja, würde ich sowieso nie machen. Ja, Genau. ich hatte ihn gerade auf, aber ich habe ihn jetzt Ja, extra gemacht. genau. Ja, pass mal auf. Also, ich weiß, was du meinst, aber chill doch mal. Ja? Wir chillen jetzt mal. Ich meine, ich finde es schön, dass wir uns unterhalten. Und ja, also ich meine,
darum muss ich auch sagen, habe ich gerade hier im Chat, das hast du vielleicht mitbekommen oder auch nicht. Ja, den Anfang habe ich mitbekommen, ja. Ja, also einfach hier keine Kompromisse. Also wer hier pöbelt, wer hier trollt, der fliegt Ja, hoch, das geht kann ja auch sofort gar raus. nicht. Ja, ich finde, das ist auf dem Total Kanal. unpassend einfach. Ja, du ab. Es gibt Leute, da fragst du dich sowieso, ja. Aber ich finde eigentlich relativ wenig Leute, Genau, die ja, so. und genauso soll es ja bleiben. Ja, Genau. das stimmt. Genauso soll es bleiben, darum wäre es den Anfängen. Ja, aber dafür hast du echt eine gute Community, so, Tja, die woran die. echt cool dabei sind und auch jedes Mal so, wenn ich auf die Zuschauer schaue, dann sehe ich auch, dass sie so kontinuierlich sind. Also da springt keiner so wirklich ab und die hören auch alle irgendwie bis Ich zum Ende zu. na, weißt du, woran das liegt? Das liegt am Format. Ja, das liegt am Format, weil welcher Menschentypus, beziehungsweise welches Alter vielleicht auch, schaut sich wirklich einen einstündigen Talk auf YouTube an. Ja, Ja? das stimmt. Also das sind ja nun, würde ich jetzt mal sagen, keine 14-Jährigen oder. Also ich kann, in meinen Analytics sehe ich ja ganz genau, wer meine Zielgruppe ist. Vom Alter her. Also da, willst Wie du. ist das so? Ja, da soll ich mal ein paar Interna mal ausplaudern, was so meine Zielgruppe ist, meine Ja, Community. gerne. Also, meine Community ist zwischen 25 und 45. Ja, Punkt 1, 5, oder sogar ein Ich bisschen. dachte jünger. Nein, eben, ja, dachte ich auch. Nein. Also, wenn du wirklich, ja, natürlich, sage ich mal, 10, 15% sind da auch jünger, aber so die Majority, sage ich mal, das Hauptfeld ist wirklich Mitte, Ende 20 bis Mitte 40. Mitte, Ende 40, Cool. genau. Ist noch Also, eine coole Zielgruppe eigentlich. ja, das ist halt eine Zielgruppe, die halt auch noch Bücher liest und sich auch mal eine Stunde hinsetzt und ein Ja, Video genau. anschaut. Ja. Ja. Und ich meine, von dieser Altersgruppe sind das auch nur noch wenige. Ja, also darum, dieses Format, warum ist das noch so eine coole Community und so eine gesunde Community, möchte ich mal sagen, weil es erstens über Jahre organisch gewachsen ist, ja, und weil, naja, wie ich schon sagte, es macht keinen Spaß hier zu trollen, was willst du hier trollen? Also ich wurde schon ein paar Mal getrollt, aber das lag einfach daran, das war vor ein paar Jahren, da war ich halt echt noch ein Newbie und muss ehrlich gestehen, wusste jetzt nicht, wie ich hier Chat blocke und Ja, sowas, wisst ihr? ich kenne es auch so ein bisschen. Ich habe früher auch gestreamt Ja, auf ja, Twitch. ja. Ich denke, Counter-Strike. als Frau noch viel schlimmer getrollt zu werden als als Mann. Ja, da war es Ja, ganz arg und ich ja, kam damit gar nicht klar. Also ja, ich konnte ja. da auch nicht einfach kurz einen Prozess machen. Ich bin dann immer auf alles eingegangen, Ah nee, um was Gottes halt Willen. eigentlich der Ja, größte Fehler ist, so. total. Total. Ja, und also ich will gar nicht, wir können uns mal im Privaten unterhalten. Also ich habe es dir vielleicht sogar schon mal erzählt, was mir passiert ist. Ich will das gar nicht öffentlich erzählen. Aber, Ah, okay. genau, aber Dummheit von Leuten, die nichts zu tun haben und die einfach Spaß haben, andere Leute, ja, sag ich mal, weh zu tun. Das ist auch eine Form von Gewalt letztendlich. Ja, auf jeden Ja, Fall. das sollte man nicht Terror. unterschätzen. Ja, genau. Und, genau, und bei Twitch, das ist ja der Punkt, du musst da ja letzten Endes, gerade als Frau, denke ich mir auch, sämtliche Filter auf den Chat packen, also du musst da eigentlich zumachen. Oder? Ja, Also was eine. ich hab nicht weitergemacht. Das war mir einfach zu anstrengend. Es war da Finde. einfach zu viel und vor allem, weil ich halt auch Counter-Strike gezockt habe. Ja, was ja Das von. nimmt halt keiner ernst. Ja, und vor allem, weil das von Cis-Männern geflutet ist. Ja, Weißt du, ja. naja, komisches Thema gerade, wie sind wir da drauf gekommen? Ja, alright. Gut, aber guck mal, wir haben ja eigentlich, ja, hat das ja alles einen sehr ernsten Hintergrund und ich habe vorhin ein bisschen, bin ich stutzig geworden, als du sagtest, du weißt halt nicht, woran das liegt, dass es dir wieder so schlecht ging. Wir wissen natürlich, woran das liegt, aber was der Auslöser wieder dafür war, das meintest du doch damit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also was ich für Symptome habe, das weiß ich ja. Aber ich weiß nicht, was in meinem Leben das jetzt wieder so herausgefordert hat. Also ja, für die Leute, die Genau, jetzt fass mal ein bisschen erstmal zu. zusammen. Ja, genau. Also in den ersten Streams habe ich über meine Vergangenheit geredet. Ich bin 13 Jahre mit einer schizophrenen Mutter aufgewachsen, die mich psychisch wie physisch misshandelt hat. Das habe ich dann auch so einige Sachen erzählt.
was ihr euch auch anhören Ja, könnt. die muss ich sagen, ich beteilige mich mal an deinem Gespräch, Gerne. die bis heute bei mir geblieben sind, das muss ich wirklich sagen. Das sind ja Bilder gewesen, die bleiben, finde ich. Ja, auch von meinem Suizidversuch habe ich auch in der ersten Folge einiges erzählt. Gar Also nicht es so war viel, so fand in ich, gar nicht so viel. ich fand das so intim eigentlich, weil ich Ja, habe es mir nochmal angehört und ja, wie ich da von diesem Eimer erzählt ja, habe, ja, das ja, war ja. schon ein bisschen krass. Oh, das ist Wo ich ja. mir danach auch dann so gedacht habe, oh Gott, wenn das jemand hört, der mich kennt, aber im Endeffekt ist es halt mein Leben. Was soll Weißt du, ich machen? nee, wenn das jemand hören würde, der dich kennt und der, also wenn ich dich erkennen würde, ich sag's mal so, würde ich zu dir fahren, würde klingeln, würde dich festdrücken und sagen, was kann ich für dich tun? Ja, das wäre lieb, Das wäre ja. die Aber die einzig meisten richtige Menschen Reaktion. sind nicht so. Also ich Schade. meine jetzt auch nicht die, die in meinem Kreis sind oder auch in meinem äußeren Kreis, sondern Allgemein. die Menschen, die mich so von früher kennen oder halt so diesen. Wie Ja. würdest du das beschreiben? Oberflächliche, empathielose Menschen? Ja. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass sie selber solche Sachen nie erlebt haben. Und die haben einfach dieses Gespür dafür nicht. Die können sich das. Für die ist halt. Redest du jetzt in deinem Freundeskreis von deinem früheren? Nein, Nein? nein. Ich So. rede von anderen Menschen. Also ich Familie. zum Beispiel. Es gibt viele Familienmitglieder, die da gar kein Verständnis dafür haben. Und die aber auch aus einer anderen Zeit noch kommen. Oder so Leute, die halt früher mit mir in der Schule waren oder sowas, da denke ich mir, oh Gott, wenn die das hören würden, was würden die denken? Aber Was im würden die denn Endeffekt, denken? ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, es ist halt extrem. Ich habe auch noch viel extremere Stories und da bin ich noch am Überlegen, ob ich die erzähle, weil die ist doch schon, das ist schon Muss krass. nicht heute sein, muss nie sein. Ich denke, wenn es passt, wenn du denkst, wir müssen das mal einfach auch erzählen. Ich meine, ich sage mal so, ich bin schwer zu schocken und um Schocken geht es ja auch gar nicht. Ja, Weil ich du weiß. hast ja schon einiges gehört. Naja, nee, da, ich meine, das ist doch auch alles das Leben. Ja, Weißt du? finde ich auch, Das ist ja. alles das Leben und ich finde es ganz wichtig, dass man eben solche auch für außenstehende extreme Lebenssituationen einfach ganz sachlich auch mal bespricht, weil das gehört ja dazu. Um's Ja, voll, auch zu voll. enttabuisieren. Ja. Ja, Weißt ich bin du? auch so die Einzige eigentlich, die in meinem Freundeskreis so die heftigen psychischen Probleme hat. Und ich habe dann auch irgendwann mal angefangen, nachdem ich lange geschwiegen habe, habe ich auch mal angefangen, einfach zu reden. Im Und auch Freundeskreis. im Freundeskreis Ja. und auch wenn andere Leute mit dazugekommen sind, Ja. habe ich dann gesagt, wenn gefragt wurde, hey, arbeitest du gerade oder so, was machst du? Immer Ja. diese Frage, was machst du gerade? Oh, Entschuldigung, ich meine, das war im letzten Stream, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, war das genau auch so eine Situation. Ja, genau, ja. Du erinnerst dich, hast du gehört, ja? Ja, ich habe den gehört. Da hast du, glaube ich, auch oft gesagt, wegen mir irgendwas. Genau. Und ich fand das aber, ich habe das ja mit Absicht so gefragt, weil ich eigentlich genau wusste, was die reflexartige Reaktion ist. Ja. Ja, dass Leute sofort verbinden mit dem, wenn ich frage, was machst du denn so, dass die denken, ich meine was Berufliches, den Ja. Nutzen an der Gesellschaft. Ja, weil ja, das definiert den Menschen heutzutage. Das ist schon, Aber das habe oder ich in ja. Deutschland, glaube ich, ist es häufig so, dass Ja. das so ein Merkmal ist von einem Menschen so. Was machst du Ja. gerade? Ja, ich arbeite das und das. Und Genau, das ist dann der Mensch. und ich wollte eigentlich diese Falle aufmachen, um zu zeigen, dass eben nicht jede Frage, was machst du so, auch so gemünzt ist. Ja. Weil, was machst du so? Ich hätte jetzt erwartet, dass da kommt, ich mache Waldwanderung. Ich bastle gern Traumfänger. Yoga mag ich sehr. Oder was weiß ich? Also, was machst du so? Was machst du Ja. so? Ja, wer Ja. bist du? Ja. Aber Anyway. viele werden jetzt, glaube ich, auch denken, so ja, Ja, aber das hat war ja ja, nichts zu schaffen. naja, du, pff, wer bin ich, das zu beurteilen? Ja, das muss ich jetzt auch mal sagen. Also, ich meine,
lass uns mal bei dir bleiben jetzt. Ja, okay, genau. Sorry. Ja, nee, keine Entschuldigung. Also, ja, du wolltest erzählen, wer du bist. Ja, genau. Also ich habe ja über meine Vergangenheit erzählt und ich habe auch im letzten Stream, glaube ich, erzählt, dass ich diagnostiziert wurde auf Bipolar. Da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, auch über die Angststörung, die ich habe. Und das ist auch das, was mich momentan, warum ich auch abgesagt habe. Ich habe so eine Sozialphobie, würde ich jetzt mal sagen. Hat auch meine Psychiaterin gesagt, dass es sowas wäre. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, weil jetzt, momentan geht es mir jetzt auch wieder viel besser. Und Also jetzt kann ich warte wieder normal mit Menschen agieren. Also mal, ich. also das heißt eigentlich, dass die Angst, die ja da war, jetzt die Frage ist, ob das wirklich was mit der Interaktion mit Menschen zu tun hat oder ob das nicht eine andere Ursache hat. Ja, Das es ist ist so, ja. irgendwie schwierig zu sagen. Wobei die Angst immer nur aufkam, wenn ich halt mit Menschen war. Aber Was ich ist denn weiß auch. beängstigender? Der Umgang mit im Real Life, sage ich mal, draußen hier so oder im Internet oder ist das gleich? Im Real Life auf Im jeden Real Fall. Life, ja. Hier geht's viel besser. Also jetzt geht's auch schon besser, wie am Anfang so. Am Anfang war ich noch ein bisschen zittrig unterwegs. Ja, Ja, genau. was schießt dir da so durch den Kopf, wenn es dir nicht so gut geht? Was ist das so? Ich glaube, es ist so die Angst vor be negativer Bewertung. Also, es auch gar nicht mal so bewusst. Es ist eher so das Unterbewusste, was ich vielleicht auch von meiner Kindheit mitgenommen habe. Diese Unsicherheit, also Dieses die klein gemacht Bestätigung werden. auch, die man eigentlich bekommt in der Kindheit, wo deine Eltern dir auch mal sagen, du machst was gut oder hey, super, so das, was man halt so bei kleinen Kindern macht, Machen es sollte. fehlt, machen sollte, ja. Das fehlt mir halt komplett und das Ist eine völlig merke ich. fremde Welt für dich. Ja, klar, ich so ein bisschen, ja, aber eher von Freunden oder von meinem Vater jetzt heutzutage dann eher, aber da in der Zeit, in der sich mein Gehirn entwickelt hat, da hat es mir gefehlt. Und es hat sich halt dann gezogen bis jetzt. Wir müssen einfach mal ein paar Bilder droppen, damit die Leute, die das zum ersten Mal hier hören, ich meine, die Community ist auch gewachsen, ja, also wir sind ja bei 15.000 Abonnenten und unser letzter Stream ist ein Vierteljahr her. Also das sind ja solche Bilder wie Mutti läuft im Kreis in der Küche und redet mit dem Radio. Krass, dass du das noch weißt. Natürlich. Ja, das meine ich doch. Ja, die ist stundenlang im Kreis Ja, genau. gelaufen und hat mit dem Radio diskutiert und halt so richtig abfällig, so, Und du auch ein. willst, Ja, Entschuldigung. was willst du mir sagen? Ja, Ich weiß, ja. dass du mir was Böses willst. Und man konnte sie auch gar nicht stoppen. Also sie ist durchgehend im Kreis gelaufen und hat das halt gemacht. Und wenn man sie gestört hat, dann ist sie halt total ausgerastet und wurde halt. Ja, körperlich wie auch psychisch war das totale Folter. Also, die hat auch die Sachen, die Kabel im Haus durchgeschnitten und hat sich halt total verfolgt gefühlt. Man durfte nicht mehr rausgehen, weil Flugzeug vorbeigeflogen ist und Ja, und was ja. ich, das war doch bei dir so, dass dann jemand eingezogen ist. Ja, Ja, genau. genau. Dann. Ja, also du merkst, ich bin noch dabei. Ich bin noch Ja, dabei. Und ich habe die Streams nicht voll gehört. krass. Ja, das meine ich Voll halt. krass. Also ich muss bitte aufpassen, was ich sage, weil ich weiß manchmal nicht, ob's dieselbe Story ist, aber also ich weiß noch, danke, dass du mich jetzt bestätigst, also dieses Radio-Ding, dann die Untermieterin, die eingezogen ist und die letztendlich der Weg nach draußen war. Ja, Ja. genau. Und war das auch, dass hier von in der Schule kommen und einen Schrank vor der Tür schieben? Nee. Okay, war eine ähnliche Story. Das, Genau. aber auch in der Schule, wo halt Sexualunter Ja, Kundeunterricht war, ja. wo sie dann reingekommen ist und Ja. alle Bücher zerrissen hat und sowas. Oder in der Kirche bei der Kommunionsprobe, wo sie reingekommen Erzähl das nicht so an schnell. Schmück es aus, ja, bitte. ja. Ja. In der Kirche, als Kommunionsprobe Ja. war, als halt alle Kinder mit ihren Eltern da stand. Das war so die Generalprobe.
dann hat meine Mutter halt angefangen, so richtig krank rumzuschreien. Es gibt keinen Gott, es gibt nur Allah. Und wir haben halt eigentlich oder sie hat gar keinen Bezug eigentlich zu Allah gehabt. Aber meine Dann wird sie Liebe, halt vom Pfarrer so herausgebeten, weggeholt und der wollte sie noch beruhigen. Und mich hat dann auch eine andere Mutter mit nach Hause genommen, weil sie gedacht hat, ja, sie kann mir was Gutes tun, ist mit mir zu McDonald's. Und ich habe mir nur gedacht, ey, du kannst mir nicht helfen. Sobald ich wieder daheim bin, ist wieder also ich konnte es gar nicht so richtig ernst nehmen, so, weil ich wusste, wenn ich wieder nach Hause gehe, fängt es komplett wieder von vorne an. Und sie wurde ja auch nie wirklich lange abgeholt. Es waren 20 Polizeieinsätze und sie wurde einfach am nächsten Tag ist sie wiedergekommen. Also das Genau, da will ich mal kurz verweilen. Also erstens, ich meine, das muss furchtbar sein. Es muss einen als Kind doch zerreißen an Scham, an Angst, an ja, Unsicherheit, man will ja wenn auch dazugehören, so. eben und du willst ja am Boden versinken und du suchst eigentlich Halt bei deiner Mutter, gerade bei diesem Moment, und sie ist aber jemand, der das noch viel, viel schlimmer macht und der alles. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Ich bin voll bei dir. Und ich finde so auch, ich meine, ich kenne als Kind nicht solche krassen Momente, aber ich kenne es, als Kind allein zu sein. Und diese viel, das ist auch so der Punkt. Mal alles, was du mir so erzählst, was mir andere erzählen, ich glaube, das kann man einfach auch nur so ein bisschen verstehen oder fühlen, wenn man das ansatzweise, wenn man diese Welt kennt. Ja, Ja? vor allem auch der Blick von ihr, so. Diese Hilflosigkeit, dieses Also, Dunkle. Ja. ja, also, das ist echt, mein Vater sagt auch immer, der hat auch immer versucht, das Leuten zu erzählen, aber es klingt einfach wie ein Horror, also wie so ein Film einfach. Das Gute ist so, wir haben alles schriftlich auch. Von Gericht und von so Gutachtern, die dann immer wieder gekommen sind. Und so konnte ich das dann auch meinen Freunden zeigen, dass das auch wirklich, weil ich hatte immer das Gefühl, dass mir keiner glaubt, weil das so absurd klingt alles. Aber ja, ich konnte das dann zum Glück zeigen und konnte die so ein bisschen mit in die Welt nehmen. Ja, Ja. das kann man sich halt nicht vorstellen. Ja, Ja. und was ich auch einen absolut krassen Punkt finde, dass hier Jugendschutz und Kinderschutz komplett versagt hat. Ja, Komplett total. versagt hat. Ja. Du warst täglich, also ich meine, sie hat dich ja mit dem Tod auch bedroht. Ja. Mit dem Messer, weiß ich Ja. auch noch. Ja. Erzähl das nochmal bitte. Also am Ende war es so, dass eine Frau bei uns eingezogen ist, in eine Wohnung, die noch frei war. Und die hat das alles mitbekommen, wie das war und hat halt gemerkt, wie ernst die Situation eigentlich bei uns zu Hause ist. Und die hatte Kontakte zur Polizei und hat dann mit denen das geplant, dass Polizei und Krankenwagen, Das war so ein bisschen gestaged. Ich erinnere mich. ja, genau, Erzähl, erzähl. Ja, wir ja, haben es geplant, ja. Ja. dass Polizei und Krankenwagen vorne an unserer Straße Genau, warten genau. und dass ich, also das wurde auch abgesprochen mit denen, dass ich halt eben sie etwas provozieren soll. Also Was, wie hat das ausgesehen, das Provozieren, dass du nur ja, widersprochen hast, zum Beispiel? das war nichts Schlimmes eigentlich, Ja, aber ich eben. wusste halt, ich muss nicht viel machen, Ja. damit sie halt total ausrastet. Und dann bin ich halt runter. Ich Du war da hast das Radio 13 dann. ausgestellt. Ja, Richtig. genau. Sister, was ich, oder? Du weißt ja noch alles. Ich weiß alles. Du hast Radio ausgestellt, sie hat es wieder angestellt, du hast es wieder ausgestellt und hast Genau, ausgerastet. weil sie ja immer im Kreis gelaufen Ja. ist und ihre Runden gedreht hat und mit dem Radio geredet hat. Und wenn ich den Radio halt leiser gedreht habe, ist sie halt dann ausgerastet. Also das ging dann dreimal oder so. Ja. Und dann hat sie halt das Messer gezogen. Ja. Und dann habe ich halt schon geschrien und dann sind die gekommen. Und da ist auch noch wirklich das Krasseste so, dass ich nach oben gegangen bin und habe aus dem Fenster geguckt, runter zur Terrasse, wo sie abgeführt wurde. Und sie hat sich nochmal umgedreht, nach oben geguckt und mir den Stinkefinger gezeigt.
Und da hat sie mich so angeguckt, wie vom Teufel besessen. Also das war echt eine ganz krasse Situation, weil das war ja alles so unter Strom und Und das. das war noch eine Steigerung. Ja, also. Also das ist ja, ich habe das Bild richtig vor Augen. Das ist wie in so einem Exorzistenfilm. Ja, eine Person, die von Von Dämonen Schizophrenie ist. besessen ist. Ja, aber die schizophren ist, also ich habe schon mal danach noch mal in der Psychiatrie, als ich selber in der Psychiatrie war, habe ich noch mal eine Frau dann getroffen, die auch schizophren war. Und die hat eins zu eins den gleichen Blick gehabt wie meine Mutter. Eins zu eins, das ist wie ein vom Dämon besessen. Also da ist auch so viel Angst und Wut und alles Mögliche Verzweiflung. in den Augen zu sehen. Ja. Weil die Person ja selber gar nicht mehr weiß, was eigentlich. Also ich weiß ja, dass sie krank ist und dass sie nichts dafür kann eigentlich. Aber als Kind versucht man halt seine Ressourcen irgendwie zusammenzuhalten und lieber ist man dann wütend und hat noch ein bisschen Stärke, als dass man komplett kaputt geht. Ja, genau, so war das. Ja, also man muss dann sagen, also das, da hat der Staat auf ganzer Linie versagt. Ich meine, was, warum ist es denn immer gescheitert? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es lag daran wahrscheinlich, Ach genau, sie dass konnte sie sich immer gut verstellen. Sie war eine gute genau, Außenministerin. Das ja. hatten wir auch beim letzten Stream. Ja, Ja, genau. genau, ja. Ja, Sie ja. konnte sich saugut verstellen. Also das war ganz krass. So dass, also das war wie so ein Schnipsen halt. Und dann hat sie komplett andere Visage gehabt. Also Irre. ja, ganz gruselig. Aber weil sie halt wusste und Angst hatte vor den Menschen. Also sie hatte Angst vor den Psychiatern, dass die ihr irgendwas geben. Halt dieses schizophrene, paranoide. So. Also sie hatte eigentlich nur Angst vor den Leuten. Deswegen hat sie sich auch verstellt, weil sie halt genau wusste, was da mit ihr passiert. Ja. Irre. Und dann bist du ja, sag ich mal, aus dem Eltern, also aus dem Mutterhaus raus und ins Heim gekommen. War das nicht so? Nee, nee, Nee. nee. Zu deinem Vater. Ich war in der Zeit, Ja. als meine Mutter noch da war, Ja. war ich ein halbes Jahr bei meiner Tante. Ach ja, genau. Ja, genau, da habe ich ja dann so eine Matratze da bekommen in dem Zimmer von meiner Cousine und die haben dann noch ein Baby bekommen und Also das ja. meintest du auch mit dieser völlig fehlenden Empathie? Ja, nee, bei denen ging es eigentlich noch, aber die hatten ihre eigenen Probleme. Also ich habe auch jetzt, wo ich erwachsen bin, dann auch mit meiner Tante nochmal geredet und so. Und Ja. sie hat auch versucht, ihr Bestes zu geben, aber die hatten selber so viele Probleme. Und ich bin da halt ein bisschen untergegangen, einfach weil ich Ja. hatte kein einziges Elternteil mehr. Ja. Und das war einfach eine schlimme Zeit irgendwie, weil ich halt gesehen habe, so meine Komm. Cousinen halt haben ihre Eltern und die sind eigentlich die Familie und ich gehörte hier gar nicht rein, so Du wirklich. bist eine Belastung eher für die. Ja, und Völlig lost, völlig entwurzelt. ja, das war sehr schlimm. Vor allem, weil ich halt auch wusste, was zu Hause abgeht und dass mein Vater und meine Mutter sich halt die ganze Zeit verschlagen und das ganze Haus irgendwie demoliert ist, weil alle Kabel durchgeschnitten wurden und mein Vater halt auch total fertig, voll am Ende halt. Der hat sich ja auch nur noch voll gesoffen und hat es alles nicht mehr geschafft. Und ja, es war alles schlimm in der Zeit. Und dann bin ich ja irgendwann wieder nach Hause gekommen und dann ging es halt wieder der Horror natürlich weiter. Aber ich wollte nach Hause zu meinem Vater halt wenigstens irgendwie. Irgendwie ging es mir dann trotzdem zu Hause besser in meinem Zimmer so, weil ich das schon gekannt habe, dieser Psychoterror, das war für mich schon so normal irgendwie. Das war schon eine richtige Hospitalisierung. Ja, Ja, das also war so ein Stockholm-Syndrom schon fast. hatte halt dann schon meine Sachen so, ich wusste schon so, hey, Das hinter war, der Schublade. also dieses furchtbare Setting war deine Heimat. Du wusstest, wie du Ja. dich dort zu bewegen hast. Ja, genau.
Und ich wusste auch, dass ich hinter der Schublade mein kleines Handy, das ich damals von Motorola hatte, dass ich das hinter der Schublade verstecke, weil sie das dann wieder demoliert hätte oder weggeschmissen hätte. Und so hat man halt, wusste ich schon so, was ich so mache und wie ich mich verhalten muss, Ach, wie damit sah denn ich. da so ein Tag, so ein Abend in der Wohnung aus? Saß da jeder in seinem Zimmer, deine Mutter ist in der Küche rumgerannt und du dachtest nur, hoffentlich kommt die nicht rein. Ja, Also, oh, okay, also so zum kurz Beispiel, zusammengefasst. genau Ja. Ja. kann ich es jetzt auch nicht sagen, weil ich so einen ganzen Tag jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Aber Wie war fing denn dein meist halt Morgen an? Wie so. fing denn dein Früh an? Am Wochenende? Boah, das keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ja. Ich habe auch viel, sau viel Verdrängt. verdrängt. Ja, Ich ja. weiß eigentlich nur noch so von den ganz schlimmen Sachen. Ja. Und ich glaube, die ganz schlimmsten Sachen, die habe ich auch wieder verdrängt, so. Ja. Ich weiß nur noch, als dann später, als sie dann weg war, hat ein Mann bei uns geklingelt und hat mein Tagebuch zurückgebracht. Und das Tagebuch wurde am Friedhof in einem Mülleimer gefunden. Und das Tagebuch habe ich in der Zeit geschrieben, halt, als das alles war. Und der Mann hat dann meinen Vater gefragt, ob ich noch lebe. Also, da weiß man halt dann schon, was abging. Wieso ist. Ich habe jetzt das mit dem Mülleimer und dem Friedhof nicht verstanden. Ein Mann, Ich also habe das jetzt schon ein. verstanden, aber wie kommt dein Tagebuch dorthin? Meine Mutter hat es in den Mülleimer geschmissen, dort am Friedhof. Also, wo sie noch zu Hause gewohnt hat. Ja, genau. Hat sie das Tagebuch gefunden und ist zum Friedhof und hat es weggeschmissen? Ja, genau. Also die hat ganz viele Sachen von uns einfach genommen und irgendwo weggeschmissen. Also so ganz krass, alle Sachen, die halt vielleicht auch was mit ihr zu tun haben. Ich meine, sie hat es ja wahrscheinlich gelesen. Und er Und fragte, ob du noch lebst, weil du in diesem Tagebuch beschrieben hast, was zu Hause du erdulden musst. genau, was da alles passiert ist. Hast Und du das das fand ich. Tagebuch noch? Nee, leider nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das abgekommen ist. Aber ich fand das immer richtig krass, so als es mein Vater dann erzählt hat, dass er gefragt hat, ob ich noch lebe, ist schon ein bisschen krass. Aber ja, da kann man sich ja dann schon denken, was ich da alles reingeschrieben habe. Ja. Wahnsinn, ich finde, das erfasst man alles gar nicht. Und das geht dir, glaube ich, als sogar als direkt Betroffene geht dir das, glaube ich, heute ähnlich, dass wenn du das mal so ausbreitest, woran du dich noch erinnern kannst, dass es ja unvorstellbar ist. Ja, es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, Ja. wenn ich da ja noch ein bisschen rumkramen würde in meinem Kopf. Ich Ja. glaube, dann würde ich schon noch mehr rausbekommen. Aber so, Ob das so gut ist, ist die Frage. ja, da müsste ich mich, glaube ich, länger so damit beschäftigen, damit ich auch wirklich darauf komme, wieder, was da alles war. Also ich muss mal ganz kurz hier was klären. Also im Chat also ich habe jetzt gerade erstmal gesagt, dass deine Mutter schizophren war und dass das nichts mit Drogen zu tun hatte. Richtig? Deine Mutter war krank, war psychisch Ja, krank. natürlich, ja, die hatte nie Drogen genommen. Genau. Ich nehme die Frage jetzt ja gar nicht krumm, weil das können die Leute gar nicht wissen. Die sehen natürlich diesen Kanal hier und denken, verknüpfen das sofort mit irgendwelchen Substanzgeschichten. Aber Ja. nein, wir reden hier über eine schwer psychisch erkrankte Mutter, die dem System immer wieder durch die Lappen gegangen ist und Ja. ihr eigenes Kind, ja, Kinder, meine Schwester Kinder, gab es auch noch. stimmt ja, Ja, die aber die kommt in war deinen 5. Erzählungen aber gar nicht so richtig vor, finde ich. Ja, weil sie 5 Jahre älter war und sie da schon ja jugendlich war. Und sie hat sich dann, ja, sag ich mal, aus dem Staub gemacht eigentlich meistens. Sie Auch konnte weg. danach, was ich noch erzähle mit meiner Jugend, was dann alles war, da kommt sie eigentlich nie vor, weil sie immer ihr eigenes Ding, also wir haben immer unser Ding gemacht, so. Sie ist geflüchtet. Ja, sie konnte flüchten, ich halt nicht. Weil du noch ein Kind warst. Ja. Wie ist der Kontakt heute? Schleppend. Schleppend. Also wir haben immer wieder den Streitpunkt über die Vergangenheit, also Aber was gibt es denn da zu streiten? Ihr wart doch beide Opfer.
Ja, sie kommt halt heute viel besser klar als ich. Also, sie hat ihre eigene Firma gegründet und ist verheiratet, hat ein Kind jetzt auch. Und sie hat ist immer den geraden Weg gegangen, weil sie kam einfach viel besser klar Sie als ich. konnte den geraden Weg gehen, weil sie nicht so kaputt gespielt worden ist. Entschuldige, wenn ich das so sage, wie deine Mutter es bei dir gemacht hat. Ja. Das muss man doch so sagen. Oder was hast was? Naja, sie hat nicht so unter deiner Mutter gelitten wie du. Ja, also ich sehe das auch so. Natürlich. Aber jeder will natürlich irgendwie, oder ich habe so das Gefühl, dass sie manchmal mit mir konkurrieren will oder irgendwie sich nicht gesehen fühlt. Ihr ging es natürlich auch schlecht, aber sie hat dann, weil ich irgendwann dann psychische Probleme bekommen habe und auch in Kliniken war, hat sie vielleicht gedacht, dass sie zu kurz kommt und sie gar keiner mehr sieht und Das ja. ist eigentlich dramatisch, dass die Erkrankung der Mutter auch die Beziehung zwischen den Geschwistern zerstört hat. Ja, und auch zu meinem Vater Und so, eigentlich. Also ja. heutzutage verstehen wir uns gut, aber Oberflächlich gut oder richtig gut? nee, eigentlich richtig gut wieder. Okay. Wir kamen dann irgendwann wieder zusammen und haben dann das erste Mal richtig geredet wieder. Aber nach der Sache, also mit 13, als sie dann weg war, haben wir uns alle drei entfernt voneinander. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Es wurde nicht mehr darüber geredet. Ja, man musste sich erstmal selber finden, irgendwie. Ja, es wurde total totgeschwiegen. Der Vater war eh immer nur arbeiten. Bei uns halt, jeder hat halt sich da Tiefkühlpizzen gemacht und fertig. So, da hat keiner miteinander gegessen. Ja, genau. Und dann, soll ich einfach weitererzählen? Erzähl weiter. Und dann bin ich auch immer schlechter geworden in der Schule, weil ich war das erste Mal halt wirklich frei so. Meine Mutter war weg und es hat sich alles irgendwie beruhigt, aber ich hatte keinen Kopf für die Schule. Also für mich, es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, was da los war. Ich war manchmal anwesend und wenn ich anwesend war, war ich eigentlich auch nicht anwesend. Also ich war mit dem Kopf immer irgendwo anders. Deswegen bin ich auch in der Schule dann voll abgekackt und bin in der 7. Klasse dann auch sitzen geblieben. Was für mich auch der Horror war, weil ich eh schon älter war als die anderen. Du warst die So. komplette Außenseiterin. Ja, dann war ich die komplette Außenseiterin am Anfang. Dann ging es eigentlich. Also die fanden mich alle toll, weil ich halt so älter war und weil ich dann halt auch ältere Freunde hatte, mit denen ich dann angefangen habe zu kiffen. Da habe ich dann einen kennengelernt, der auch auf meiner Schule war, der dann auch ein sehr guter Freund von mir geworden ist. Und mit dem habe ich dann das erste Mal gekifft und ab dann habe ich eigentlich jeden Tag gekifft. Und ja, ich bin immer in der Schule einfach weiter abgekackt und mit 17 ging es dann los. Ich habe da, oder mich hat da ein Typ auf Facebook angeschrieben und hat halt gesagt so, hey, du hörst Techno-Musik, echt? Und dann ich so, ja, wieso? Und dann hat er halt gefragt, ja, ob ich mal mit feiern gehen will. Und wir haben uns dann getroffen draußen und haben uns gut verstanden. Und irgendwie kannte er auch Freunde von mir und die sind dann auch noch dazugekommen, 2 Stück. Und dann sind wir das erste Mal feiern gegangen. Und da habe ich dann direkt eigentlich angefangen mit Pillen, also MDMA und Teile, Ecstasy, ja, Ecstasy. Und habe dann ganz neue Leute kennengelernt, also mit denen ich da das erste Mal eigentlich auch wirklich darüber geredet habe. Also in der Kifferzeit habe ich kein einziges Mal wirklich darüber geredet, glaube ich, außer. Du, kann ich mal kurz was sagen? Kann es Ja. sein, dass das Ecstasy, das kennt man ja auch aus der Psychotherapie,
Da gab es ja Experimente, dass Ecstasy auch in der Psychotherapie eingesetzt wird, weil es eben öffnet, weil es empathisch macht. Ja, glaube ich auch. Ja, Ja. weil man sich viel mehr aufeinander einlassen kann, sein Herz öffnen kann. Und ich denke, darum ist es dir auch erst gelungen. Kiffen macht ja eher panisch, finde ich. Ja, Ja, also und finde ich unsicher. auch. Ja, Ja. aber Ecstasy, da willst du halt die Welt umarmen. Ja, ich habe jetzt vergessen, in der Zeit, wo ich so viel gekifft habe, habe ich auch sau viel Alkohol getrunken. Und da habe ich wirklich mit meinen zwei besten Freunden, die ich aus der Zeit halt kenne, mit denen bin ich heute noch befreundet. Bei denen war es dann immer so, dass ich, wenn ich richtig besoffen war bis zum Anschlag, wie ich es immer gemacht habe, habe ich dann immer über meine Mutter geredet. Also da war das dann ganz arg, das kam dann so richtig krass raus. Rausgebrochen. Ja, und ich habe nur noch geheult und habe denen immer wieder diese Story erzählt, immer wieder, und habe immer wieder gesagt, so, und wenn ihr die Augen gesehen hättet, Die und habe Story das. mit dem Mittelfinger. Ja, die Augen waren Ja, immer so ja, ja. krass. Ja. Voller Hass. Ja. Ja, Ja. irgendwie die Augen haben mich irgendwie gecatcht. Ich weiß auch Die haben nicht. dich, die haben dir Angst gemacht. Ja, traumatisiert Ja, irgendwie. genau. Und Also ja, entschuldige, aber. ich würde gerne mal dabei bleiben, bei so einem Alkoholmissbrauch, ja, was es ja war, sind halt alle, ne, Hemmungen ist vielleicht das falsche Wort, aber alle Filter gefallen und Ja. dieses Grundthema. Ja, ich wurde auch richtig ekelhaft, wenn ich getrunken Ja, habe. ja. Richtig ekelhaft. Und das hat erst aufgehört, als es mir wieder gut ging. Also als ich dann wirklich mal in der Klinik war und diese ganze Sache so verarbeitet habe, dann konnte ich erst wieder trinken, ohne dass ich richtig ekelhaft wurde. Was meinst du mit ekelhaft? Du hast Leute beleidigt. Ich habe, ja genau, ich habe Stress angefangen und habe gesagt, so Sachen gesagt wie, ja, du magst mich gar nicht und du hasst mich, und hab dann Stress angefangen einfach und bin Provoziert. total Ja. ausgerastet einfach. Grundlos. Ja. Kontrollverlust. Ja, voll. Und das habe ich auch total an mir gehasst, und deswegen mit 17 dann habe ich dann halt diese neue Welt eigentlich kennengelernt mit dem Ecstasy und den anderen Drogen. Und da habe ich mich dann halt auch noch anderen Menschen so geöffnet. Und da habe ich dann meinen Ex-Freund kennengelernt, bei dem ich das erste Mal so ein Safe Space hatte. Eine Heimat, Ja, genau. ein Also, Ankommen, ein Ankommen. Ich weiß, was du meinst. Ein Ankommen, ein Durchatmen. Das erste Mal in deinem Leben. Ja, genau. Und der hat aber viel weiter weg gewohnt, und ich bin dann tatsächlich zu ihm gezogen mit 17 in die Einzimmerwohnung, und wir haben dann zusammen Drogen verkauft. Also eine Zeit lang sind Was wir da denn? immer Was wieder, denn für Drogen? also Ecstasy hauptsächlich und 2-CB. Das war bei uns, Also also in eher so meiner Heimat. Technoszene, Technoszene-Zeug. Ja, wir Okay. waren total in der Techno-Szene Klingt drin. danach. Also, Okay. da ging es auch viel noch um die Musik, Ja. und Ja, es nicht war so ein nur. Lifestyle. Ja, genau. Das war dieses, oh, wir sind eine Gemeinschaft, Ja, und Bullshit, stimmt nicht. ja, das stimmt überhaupt nicht. Also im Jeder Nachhinein stirbt denke für ich sich auch so, allein. Genau. ey, da sagt man sich wahrscheinlich dann, wenn man nüchtern ist, nicht mal am Bahnhof Hallo, Nee. aber dann, Nee, aber man in. schaut weg, weil man voll auf Ecstasy-Psychose und Depression ist. Ja, genau. Ja, kennt Ja, man ja alles. dann haben wir die Sachen immer verkauft, und ich habe dann auch Warum angefangen. verkauft? Aus Fun oder brauchtet ihr das Geld? Er war Student, und er hat eigentlich vorher immer Gras verkauft. Das hat auch immer gut funktioniert bei den Studenten halt. Na klar, aber Ecstasy nicht mehr. Ecstasy kam dann erst, als wir uns halt auf Techno kennengelernt haben. Und er dann auch andere Kontakte noch bekommen hat. Und ja, der kam dann halt so dazu, und ich habe halt dann mitgemacht. Also wir haben dann immer Hälfte, Hälfte geteilt. Das Ich habe, heißt mitgemacht, du bist auch losgezogen oder wie soll ich mir das vorstellen? ja, wir sind immer zusammen in den Club gegangen und haben da verkauft. Und du hast natürlich mehr verkauft als er.
Oder? Nee, er hat mehr verkauft. Er Okay, hat mehr gut. verkauft. Das war wieder Er total hatte einfach sexistisch, viel was ich mehr. gerade gesagt habe. Tut mir leid. Er hatte viel mehr Kontakte als ich. Ich war eher die, wo halt so auf der Tanzfläche gedanced hat und dann, wenn man mal ins Gespräch kam, dann habe ich Sagen mal hier. eine aus meinem Okay, ja. BH rausgeholt oder so. Ah. Oh, okay. Ja. Erzähl weiter, ja? Ja, genau. Okay. Ja. Und dann, ja, war ich auch interessiert an anderen Drogen. Lass Also, mich raten, jetzt kommt Kokain. nein. Okay, gut, Nee, dann, also ja. bis zu diesem Punkt, wo ich ungefähr 18 bin, war eigentlich nur Tyler, MDMA, Speed? Gras und Speed kam dann Ja. auch noch dazu. Das war aber eher ein bisschen später. Und dann waren wir auf einer After. Wir haben sehr oft so Aftern gemacht. Bei irgendeiner Person zu Hause in der Wohnung halt, wenn sturmfrei war. Und dann kam eine Freundin auf mich zu und hat halt gefragt, ob ich LSD probieren will. Kann, Ja. kannst du mal kurz Stopp machen? Ja. Also mit dem, was du erlebt hast, Ja, mit das deiner war. psychischen Verfassung. Ja, ich war schon, also zu dem Zeitpunkt war ich schon zu Hause am Heulen bei meinem Freund eigentlich. Also ich war schon am Verarbeiten von der ganzen Und Sache. dann noch LSD. Und dann aber parallel war halt diese Feierzeit irgendwie noch, wo ich gedacht habe, oh, ich schalte mich die ganze Zeit ab und ich bin so glücklich. Ich finde mich jetzt erstmal und ich öffne mein Herz Genau. und meine Seele und Goa, yeah, und Ja, alle ich haben bin sich so lieb. glücklich und ich Ja, liebe alle Menschen und ganz die schlimm. Menschen, die ich da Ja, kenne, das sind die furchtbar. einzigen Menschen, die ich Heuchelei, brauche in meinem eklig. Leben. Ja, ganz, ganz schlimm. Ja. Also ich war auch total abgekapselt Ja, man von ist da voll in meinen seiner alten Bubble. Freunden. Ja, total. Ich war komplett abgekapselt von meiner Familie, von meinen alten Freunden, die jetzt noch existieren. Also zu denen habe ich wiedergefunden. Aber ich war so in meinem Ding drin, dass ich, also es war einfach wie eine andere Welt für mich. Wir haben das ja unter der Da, Woche auch ich weiß, gemacht was du und meinst, und das stimmt ja auch. Ich meine, Crystal, Techno, ich habe Konzerte gespielt, war aber auch auf Drum and Bass. Drum and Bass war so mein Ding, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja, es ist wahrscheinlich genauso, oder? Naja, Drum and Bass schiebt halt massiv, finde ich gut. Das ist halt der Beat, man muss Geschmackssache. Also Techno ist für mich zu stoisch. Drum and Bass hat halt diesen Vibe mit drinne, finde Ja. ich. Und ich komme ja aber eher aus der handgemachten Richtung. Also wir haben ja, ich hatte in meiner ganzen Jugendzeit, muss ich sagen, wenig Partys besucht, weil wir am Wochenende eigentlich immer live gespielt haben mit der Hardcore-Band Ja. auf Crystal. Also wir hatten auch unsere Party, ja. Und es ist eine andere Welt, es ist eine eigene Welt und man kann sich in der Welt verlieren, Komma, aber diese Welt, die du beschreibst und die ich kenne, die erblüht, die hält ein paar Jahre und dann bricht sie in sich zusammen. Ja, genau so war das auch bei mir. Und so war das auch bei ganz vielen anderen, die in Genau, ja. der Zeit Oh. dabei waren. Wo war ich denn jetzt? Du warst beim LSD und ich muss Ah aber ja. kurz mal sagen, wir haben noch 5 Minuten. Ah, okay. Das Dann ist machen ein wir das. Hinweis, lieber vielleicht eine andere Folge oder? Ja, oder? Ja, und du kannst ja mal anteasern, was wird uns erwarten? Oder ja, okay, also so spektakulär ist es eigentlich Und gar dann nicht. erzähl es noch, Ich komm. kann es erzählen, Ja. ja. Und dann kam noch, also die Freundin kam auf mich zu und hat halt gesagt, sie macht das jetzt mit einem Freund, aber wir machen das heimlich. Beste Also so, dass Voraussetzung. es, Ja. ja, also die Wohnung war voll mit 30 Leuten. Und dann nimmt Also man heimlich LSD, Alter. Da weißt du es doch war schon, so das geht schlimm, doch nur wirklich. schief. Ja. Das zu verheimlichen ist ja eigentlich unmöglich. Das hat auch nicht Das lange geht, das ist unmöglich. geklappt. Weil dieses Verheimlichen setzt dich so unter Stress, dass du dich zum Schluss nur noch irre auf dem Teppich rumrollst und schreist. Genau, Ne? ja. Also du hast ja so eine, ein, bist ja so in so einer Blase Na, du drin hast so einen bei Input. Du LSD. hast so einen Input. Ja, Ja? so einen endlosen Input. Ja. Das hat dann angefangen mit in der Küche sitzen. Also ich saß die ganze Zeit eigentlich in der Küche und andauernd kamen irgendwelche Leute rein und haben sich halt unterhalten. Und irgendwie war ich die ganze Zeit nicht da. Also ich habe, ich saß da, aber habe irgendwie nicht mehr geredet.
Du Das warst heißt, losgelöst, isoliert, schon raus. also komplett weg. Und die haben anscheinend die ganze Zeit auch gesagt, so, hey, Kyla, Kyla, was ist los und so. Und Du warst raus. ich habe aber trotzdem nichts Du gesagt. hast die verloren. Ja, und dann irgendwann ist jemand reingekommen und hat dann, die haben dann irgendwas erzählt. Und dann hat er gesagt, so, und was hat er gesagt? Was hat er nochmal gesagt? Und dann habe ich das alles so komplett runtererzählt, was der eine Typ da die ganze Zeit erzählt hat, obwohl ich eigentlich gar nicht da war. Also so ganz krank. Das war wie so, wie als wäre ich in so einer Blase drin. Und irgendwann zersticht jemand diese Blase und ich bin wieder komplett im Jetzt, im Hier und Jetzt. Also Aber ganz dieses in der komisch. Blase hat 12 Stunden gedauert. Ja, also es waren wirklich 12 oder 13 Stunden, das war echt krass. Und wir sind dann, die Freundin und ich, wir sind dann von einem Raum in den anderen, haben da reingeguckt und haben dann so richtig psycho gelacht und sind dann in den anderen Raum, haben da reingeguckt, haben da auch psycho gelacht. Also so Also ganz komische Lache ich muss dir ist sagen, das. ich habe mir in meinem Leben so viel Trips geschmissen. Das geht auf dem Kanal ja auch ein bisschen unter. Also weil neben dem ganzen Christelzeug haben wir uns in den 90ern und auch so die 2000er-Wende, gab es ein, 2 Jahre, da haben wir plöckeweise das Zeug gehabt. Plöckeweise. Ja, da haben wir täglich einen Trip geschmissen. Mit dem Effekt, dass nach einer Woche das ja gar nicht mehr wirkt. Ja, ich hab irgendwann auch angefangen, das alleine dann, weil ich halt dann auch mit meinem Sparbuch und so, das habe ich dann auch geleert und habe mir da von MDMA gekauft und habe dann zu Hause das ganze Zeug liegen gehabt und habe Also dann halt keiner, gedacht, so. der nächste Stream wird also deine Drogen. Der erste Drogenstream dann. Ja, ich kann auch ein paar Trips, hab ich auf jeden Fall noch in meinem Kopf. Ja, weil ich würde nämlich heute, also das ist ein super Schnitt jetzt. Wir haben jetzt noch mal kurz einen Rückblick gemacht, wo du eigentlich herkommst, was so die Grundstory ist. Dann haben wir uns ja heute schon so ein bisschen also aus dem Elternhaus rausbewegt. Ich spanne das mal so ein bisschen auf jetzt, ja. In die jugendliche Phase, den Ausbrechen, aber natürlich mit den Traumata, die natürlich immer mit dabei waren. Ja, Ja. genau, die waren immer mit dabei und das Genau. ist auch echt wichtig, weil das kommt auch später, wird es noch mal Eben, das meine ich ja. viel, Ja. ja. Und dann erste Beziehung. Selbst gedealt, ja. Und jetzt denke ich mir, fängt halt so wirklich die wilde Drogenphase an mit, naja, ich denke schon krassen Abstürzen. Ja, auf jeden Weil Fall. dann denke ich mir, kommt nämlich auch langsam so diese psychische Geschichte hoch. Ja, und da wird's dann richtig übel. Das kommt ein bisschen später in meinen 20, also Anfang 20. Ist dann meistens aber zu Hause, wenn, also ja, da passieren noch kranke Sachen auf jeden Fall. Meine Liebe, ich habe währenddessen wir es hier noch gesprochen haben, parallel dazu, ich habe heute wieder mal Lust auf ein Gedicht. Oh, perfekt. Ja? Und weil du vorhin die Reben erwähntest, habe ich hier von Georg Trake spontan ein Gedicht gefunden, das heißt Im Weinland. Möchtest du das mal hören? Ja. Okay. Im Weinland. Ich habe es selber noch nie gelesen, ich mache es jetzt spontan. Ja? Die Sonne malt herbstlich Hof und Mauern, das Obst zu Haufen rings geschichtet, davor armselige Kinder kauern, ein Windstoß alte Linden lichtet. Durchs Tor ein goldner Schauer regnet, und müde ruhen auf morschen Bänken die Frauen, deren Leib gesegnet, betrunkene Glas und Krüge schwenken. Ein Strolch lässt seine Fiedel klingen und geil im Tanz sich Kittel blähen, hart braune Leiber sich umschlingen, aus Fenstern leere Augen sehen. Gestank steigt aus dem Brunnenspiegel und schwarz, verfallen, abgeschieden, verdämmern rings die Rebenhügel, ein Vogelzug streicht rasch gen Süden. Bam! Mic drop. Oh, sehr Also, schön. ich kann das von ihm auch noch nicht. Und ich fand's krass. Ich habe das vorhin nicht gesehen. Verdämmern rings die Rebenhügel. Ja.
Und die Wahnsinn. armseligen Kinder. Ja, geil, oder? Geil. Also, meine Liebe, das war ein runder Stream, finde ich, Ja, finde ich der auch. sehr spontan anfing, wo du auf dein Handy blicktest und nach Hause ranntest, weil Sebastian dir geschrieben hat, Stream, und du sagtest, jawohl. 10 Minuten bin ich Genau, da. genau, genau. Meine Liebe, noch ein kurzes Feedback zum Stream, Grüße, wie auch immer. Also ich fand es wieder sehr, sehr unterhaltsam für mich auch. Und ja, danke, dass ihr alle zugehört habt. Ich war sehr aufgeregt mal wieder, aber das legt sich, denke ich, bestimmt mal irgendwann. Wie geht's dir jetzt? Immer noch aufgeregt? Bisschen, ja, Bisschen, aber nicht aber mehr so wie am angenehm Anfang. aufgeregt. Also ich finde gut, dass ich das jetzt so geschafft habe, wie ich es geschafft habe. Schön, super. Bin ich auch Ja. stolz auf dich. Ganz toll. Genau. Danke. Alrighty, meine Liebe, du bleibst noch kurz in der Leitung, wie immer. Yes. Und ich verabschiede mich von euch. Morgen gibt es keinen Stream. Ich muss morgen zur Bandprobe. Dafür aber, ich denke, Samstag, Sonntag sehen wir uns wieder. Habt noch eine schöne Restwoche. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.